In Stendal in Sachsen-Anhalt liegt die Arbeitslosenquote seit Jahren mit 13% deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Zwei, die schon immer dazugehören, sind René und Christine. Manchmal stocken sie auf, aber eigentlich haben sie sich an das Nichtstun gewöhnt. Ich bin René. Ich bin Christine. Wir haben noch nie selber Miete bezahlt. Das hat bis jetzt immer der Staat übernommen, seitdem wir auf der Welt sind. Wir leben von 671,23 Euro von Hartz IV. Wie viel Zeit aus Leben habt ihr denn mit Arbeiten verbracht? In meinem ganzen Leben habe ich mit Unterbrechung, mit Tagesjob und 1-Euro-Maßnahmen mal 2-3 Jahre. Eine überschaubare Zeit für den 43-Jährigen. Ab und zu verdient René sich etwas als Hilfsarbeiter dazu. Auch zur Zeit muss er morgens früh raus. Er arbeitet in einem Sozialkaufhaus. Allerdings nicht freiwillig. René muss 120 Sozialstunden ableisten. Ich bin besoffen mit dem Fahrrad gefahren. Ohne Licht abends. Wie viel Promille hattest du denn? Soweit wie ich weiß, ungefähr 4, noch was. 4 Promille? Da wäre ich tot. Ich nicht. Im Gegensatz zu René findet es Christine gut, wenn ihr Mann arbeitet. Sie selbst hat es allerdings auch nie lange in einer Anstellung ausgehalten. Doch das will sie ändern. Willkommen bei Ihrem Jobcenter. Ja, schönen Tag. Ich gebe Ihnen mal meine WG-Nummer. Das ist die am Ende. Dankeschön. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich hatte schon dreimal angefangen, den Gabelstaplerschein zu machen. Leider konnte ich den nicht beenden und wollte ihn erneuert machen. Einen Schulabschluss hat die 35-Jährige nicht, auch keine Ausbildung. Vom Gabelstaplerführerschein verspricht Christine sich bessere Jobchancen bei einem großen Arbeitgeber in der Region. Ich will beim Mitzwerk arbeiten und es geht ja darum, dass ich ja nicht nur am Band bin, sondern auch, ich sag mal, Kartons, die auch Paletten sind oder halt andere Gegenstände von A nach Z fahren kann. Und dafür braucht man den Schein, ohne den Schein darf man nicht. Christine weiß das so genau, weil sie schon mal in dem Werk als Aushilfe tätig war. Allerdings nur für 2 Wochen. Das ist meine Kündigung. Sehr geehrter Frau, zu unserem Bedauern sehen wir uns gezwungen, den mit Ihnen bestehenden Arbeitsvertrag zu kündigen. Nein, an mir kann es nicht gelegen haben, da glaube ich auch nicht dran. Sie haben ja halt nur gesagt, weil so viele Frauen keine Arbeit haben. Da es aber noch eine Probezeit war, müssen sie auch keine wichtigen Gründe angeben. Jetzt will die 35-Jährige einen neuen Anlauf wagen. Weil mir es da dolle Spaß gemacht hat. Ich war dann auch total, es waren nette Arbeitskollegen. Trotz Kündigung vermisst Christine die alte Arbeitsstelle. Es ist das 4. Mal, dass Christine den Gabelstaplerschein machen will. Ohne den Gabelstaplerschein habe ich halt bei der Produktion keinen Job. So ein Gabelstaplerschein kostet um die 800 bis 900 Euro, was dann der Staat bezahlen müsste, weil ich es ja nicht kann. So, dann kann ich Ihnen anbieten, den 9. März, das wäre in 1,5 Wochen, 12 Uhr. Würde das passen? Ja, das würde passen. Bei Frau Nummer 57. Na, das weiß ich ja. Und dass ich den nochmal machen kann, könnten Sie mir das schon sagen oder entscheidet das? Das entscheidet auch Frau. Okay. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Gute 2.700 Euro Kosten sind für Christines mehrmalige Versuche schon aufgelaufen. Bezahlt vom Steuerzahler. Ich habe dreimal den Gabelstaplerschein beantragt. Beim ersten Mal bin ich bei der theoretischen Prüfung durchgefallen, weil mir Stunden gefehlt haben. Beim zweiten Mal war ich so besoffen von der Party, dass ich nicht hingehen konnte. Und beim dritten Mal war halt auch René schuld, weil er mir die Hände umgedreht hat. Dank ihnen konnte ich es ja nicht weitermachen. Weißt du nicht, was sie macht das mit meinen Händen? Ich weiß es. Christine, was meinst du damit? Was ist passiert? Wir hatten uns damals so gestritten gehabt, da war er auch besoffen. Ich wollte mein Portemonnaie haben aus seiner Jacke, das hat er mir aber nicht gegeben. Da habe ich halt die Jacke auch festgehalten.
Naja, dann kam das halt so zum Streit, dass er meine Hand die eine umgedreht hat. Um mich zu wehren, habe ich natürlich dann auch hierher gekniffen. Dann hat er meine andere Hand genommen, hat die umgedreht. Dann musste ich nachts noch ins Krankenhaus hoch, weil mir die Hände halt wehtaten. Mussten beide verbunden werden. Zum Glück, dass nichts gebrochen war. Aber hier waren auch die Sehnen halt so gereizt, dass es immer noch halt wehtut. Der Vorfall ist vor einem Monat passiert. Kurz vor dem ersten Termin von Christines Gabelstaplerkurs. Die 35-Jährige ist damals in einer Klinik behandelt worden. Dazu gibt es auch einen offiziellen Befund. Weißt du, wie doof das ist, dass ich den nicht machen durfte? Durch dir? Weißt du? Das ist doch trotzdem machen können. Wie sollte man mit zwei verletzten Händen lenken? Bewegen kannst du dich doch noch. Was denn dazu? Nimm hin, guckst dir an. Etwa jede vierte Frau in Deutschland wird mindestens einmal im Leben Opfer körperlicher Gewalt. Die Dunkelziffer ist jedoch viel höher, da nur ein kleiner Teil der Gewalttaten in den eigenen vier Wänden angezeigt wird. Auch Christine hat René nicht angezeigt. Doch vergessen hat sie den Vorfall nicht. Was sagst du dazu? Täglicher Übergriff mit Gesichtsschädigung und Handgelenksdiskretion, BDS. Ja, warum habe ich dich nicht erschaltet? Du musst auch mal zusammen. Weil du unter Alkohol warst und einfach nicht das gemacht hast, was ich gesagt hatte, du solltest mir nur mein Portemonnaie geben. Nee. René, wenn er getrunken hat, wird dann laut, fängt dann an zu stänkern. Und wenn du dann sagst, du willst deine Ruhe, dann stänkert er immer weiter. Gut, dann kann es natürlich auch passieren, dass ihm dann auch mal die Hand ausrutscht. Was bei mir jetzt, wie gesagt, schon zweimal vorkam. Wenn man aber wie so ein wildes Tier auf den Mick schlagen will, muss der Mick ja auch werden. Wenn du es beim ersten Mal nicht gehört hast, wo ich gesagt habe, du sollst aufhören, dann hör auf. Dass du dich aufgehört hast, ist wohl klar. Irgendwie muss ich mich aufhören. René und Christine erkennen nicht, dass sie sich in einer gefährlichen Gewaltspirale befinden. Der Übergang von normalem Streit zu häuslicher Gewalt ist fließend. In mehr als der Hälfte aller Fälle stehen die Täter unter Einfluss von Alkohol oder anderen Suchtmitteln. Alkohol ist aber nicht die Ursache von Gewalt, sondern kann Hemmschwellen und rationales Denken und Handeln ausschalten. Ich habe dir aber beim ersten Mal an der Tür schon gesagt, du möchtest mir mein Portemonnaie geben. Hast es nicht gemacht. Warum denn nicht? Nein, weil du dann zur Tanke wolltest, das restliche Geld ausgeben wolltest durch deinen scheiß Alkohol. Schon lange sieht Christine in Renés Alkoholkonsum auch den Grund für ihre Geldprobleme und droht immer wieder mit Trennung. Doch verlassen hat sie ihn nie. Es ging halt dadurch weiter, dass wir uns dann nochmal ausgesprochen hatten. Er sich dann auch entschuldigt hat ein paar Tage später. Ja, auf eine Art liebe ich ihn, da will ich dann halt hier bleiben. Aber andere Art sagt mir, er muss halt auch seinen scheiß Alkohol in den Griff kriegen. Trinken am Abend. Je nachdem, wie ich Lust habe. Mal sind es vier Büchsen, manchmal nur zwei Büchsen. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe drauf. Unkontrollierter Alkoholkonsum kann gefährlich sein und in die Sucht führen. Die Grenze zum Alkoholmissbrauch liegt bei Männern bei 60 Gramm Alkohol täglich. Das entspricht 3,5 Liter Dosen Bier. René trinkt täglich. Schon allein das ist ein Alarmsignal. René, hast du ein schlechtes Gewissen? Schlechtes Gewissen? Woher denn? Hab ich nicht. Seit 4 Jahren sind René und Christine verheiratet. Streitereien gehören bei dem Paar zur Tagesordnung. Doch diesmal ist es nicht nur bei Wortgefechten geblieben. Trotzdem zeigt sich René uneinsichtig. 3 Wochen später in Heinsberg. Bei der zweifachen Mutter Manuela gibt es Neuigkeiten. Die 24-Jährige hat nach 5 Jahren Hartz IV einen Job als Alltagshelferin gefunden. Ja, du kriegst das jetzt wieder, wirklich. Mit Haushalt und 2 kleinen Kindern hat sie schon reichlich zu tun. Aber Manuela träumt von einer perfekten Familie. Dazu gehört für sie, weg vom Amt und finanziell auf eigenen Beinen stehen. Ich habe mir den Job selber im Internet rausgesucht und habe da einfach eine Bewerbung hingeschickt und habe auch am selben Tag noch eine Rückmeldung bekommen. Und als ich das Bewerbungsgespräch dann hatte, habe ich vor Ort noch die Zusage bekommen, dass ich einen Vertrag bekomme. Ich arbeite dann als Alltagshelfer für Senioren.
In 2 Wochen beginnt die neue Arbeit. 100 Stunden im Monat. Mehr Geld spült dieser Job nicht in die Haushaltskasse. Doch für Manuela zählt etwas anderes. Wir werden uns finanziell verbessern, aber in einer anderen Art und Weise. Also vom Jobcenter bekomme ich aktuell 1044 Euro und wenn ich arbeiten gehe, 1029 Euro. 15 Euro weniger als mit Hartz IV. Doch Manuela bereut die Entscheidung nicht. Das erste selbstverdiente Einkommen. Das ist ein ganz besonderer Moment in meinem Leben, weil das ist genau der Schritt, worauf ich gewartet habe. Raus aus dem Jobcenter und rein in das Arbeitsleben. Und genau das habe ich die ganze Zeit abgewartet und jetzt ist es endlich soweit. Und das ist eine richtig große Erleichterung. Damit wird Manuela zur Hauptverdienerin der Familie. Ihr Verlobter Marc muss noch mindestens 5 Monate mit seinem Ausbildungsgehalt klarkommen. Dann kann er voraussichtlich als Berufskraftfahrer arbeiten. Marc, was hängt von diesem Job hier ab? Eine Menge. Also es ist meine Existenz definitiv. Ohne Führerschein, keine Arbeit, wieder Hartz IV. Und Hartz IV kommt für mich nicht mehr in Frage. Dieser ständige Druck, dieses ständige Offenlegen, für mich lohnt sich das schon extrem, weil ohne die Arbeit könnten wir nicht in den nächsten Jahren sagen, okay, das und das haben wir noch für Pläne oder wir können jetzt wenigstens schon mal für die nächsten Jahre planen, was wir vielleicht mal erreichen wollen, neues Auto, urlaubmäßig mal ein fremdes Land sehen, das können wir dann einfach schon planen. Noch bleibt es bei der Vorfreude. Nicht nur die gewerbliche Fahrprüfung muss Marc bestehen. Auch wird sich erst zeigen, wie Manuela mit Kindern, Kita, Haushalt und Job zurechtkommt. Denn in wenigen Tagen verdient sie nach 5 Jahren Hartz IV ihr eigenes Geld und wird damit zur Haupternährerin der Familie.